5 habe ich auch noch ein bisschen was dabei, ich weiß aber nicht, das ist wahrscheinlich für so wie sowas wie M4 oder sowas, denke ich. Ja, das Haus ist wieder ziemlich hoch. Ist aber auch geil, dass es so, also als ich alleine gespielt habe, war ich fast nie in den Häusern hier drin, weil ich in ein, zwei so Häuser mit vielen Etagen drin war und dann einfach nichts drin war. Okay. Das ist jetzt total geil. Es ist sehr oft nichts drin. Hier ganz oben ist ein ganz, oh mein Gott, was ist das? Hier ist schon wieder so eine Pump oder was das ist, keine Ahnung. Nimm sie und zieh die und mach Unload. TFC. TFC. TFC, ja, das ist die gleiche. Mach Unload. Das Gute ist, die können wir dann halt verkaufen. Genau, dann hast du auch Kohle. Hier liegt noch eine Pistole rum. Eine Smith Risley. Und eine Granate. Ah ne, halt, das ist die Pistole, ja. Und nochmal Munition. Was sind das jetzt für Munition? Brauchst du die vielleicht? 7,62 ist doch für dich, oder? Moment, ich brauche die 7,62, ja. Okay, schmeiß ich zu. Nimm du dir noch die Pistole mit, weil du brauchst das Geld jetzt gerade am ehesten. Alter, das ist so geil, weißt du. Wir rennen hier mit dicken Wummen rum und sind einfach die coolsten Land. Boah, schau mal hier raus, wie das aussieht. Und du jumpst unten die Autos. Boah. Boah, geht das weit. Weißt du, und jetzt von einem Sniper in die Fresse. Bam! Das wäre nicht gerade edel. Ich frag mich, wie man damit auf die Entfernung bitte schon zielen oder gescheit schießen soll. Das ist ja total krass. Ja, aber kann man, das zittert oder ja, was? Ja, das zittert voll, aber da vorne ist schon das Ding, wo wir die Dinge abgeben können, ne? Da ist Lakeside. Das siehst du ganz da vorne, wie dieses Licht hier leuchten? Nee. Also genau auf der Straße, auf der linken Seite leuchten so bei so einem Haus auch ohne Zoom die Lichter ein bisschen. Da leuchtet so, blinkt es so hin und her. Da müssen wir hinkommen. Bisschen. Da kann ich, beziehungsweise sag, ich gebe dir dann das Paket, dann kannst du es abgeben. Okay. Guck ich nochmal kurz hier einmal drum herum. War's aber. Wie geil, ey, wie geil. Was für ein geiles Haus das hier jetzt war. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war wirklich fast auf jeder Etage. Gab es schöne Überraschungen. Bist du schon runtergegangen oder bist du noch hier oben? Ich bin gerade dabei, runterzugehen. Also das ist jetzt echt ein geiler Lauf, der hier. Auf jeden Fall, ja. Wenn man runterfällt und dann ist kurz das Haus ja eh schon so schräg, dann ist das total verwirrend. Jetzt wär's fatal zu sterben, ey. Das wäre eklig. Okay, also kurz den Weg festlegen. Wir müssen ein Stück jetzt in die Richtung, in die du guckst oder in die ich jetzt gerade laufe und dann noch ein bisschen links. Also da vorne ist dann schon die Safe Zone, wenn wir hier lang laufen. Lass am besten noch ein Stück weiter links, weil da vorne ist auch die andere Safe Zone. So, mal gucken, dass wir durch Häuser laufen. Ja, möglichst. Ach, guck mal, ist das schon wieder diese komische Burg? Nee. Eine andere, oder? So ähnlich. Ist ein oh, shit. Scheiße. Ah, ist nur ein kleiner. Den machen wir Katana-mäßig ab. Achtung, warte, ich geh vor. Okay, da erst gleich hin. Ist weg, ist weg. Ja, Bandagen hat er gedroppt. Oh Gott, ich liebe ihn. Boah, perfekt. Sollen wir erstmal reingehen und uns Essen holen? Beziehungsweise erstmal gucken, ob der Händler das anbietet? Ja. Im Outpost? Vielleicht. Auf jeden Fall. Sollen wir hier einfach... Oder sollen wir hier unten ein bisschen rumschleichen, vielleicht? Ich wechsle jetzt auf jeden Fall wieder auf die Uzi. Weil ich hab so Schiss, dass jetzt ein Spieler kommt und uns killt. Hier liegt... Ist das ein Katana? Nee. Ah ne, ist einfach nur Dreck. Seh dich nicht mehr. Boah, ist ja wirklich extrem dunkel, ey. Hier geht's... Hey, ist das der Eingang wieder? Oh shit, weißt du was? Ich sehe gerade mein Leben schwindet schon dahin, weil mein Essen ja komplett weg ist. Fuck, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Dann gehen wir zum Outpost, oder? Ja, wo bist du gerade? Bist du da? Ich bin wieder hoch, da wo wir reingegangen sind. Guck mal, noch ein Stück runter? Ja, so, ja gut, du willst drüben wieder genau, hoch. Genau, einfach, dass wir das schon als Deckung nutzen. Ab einem gewissen Punkt können wir einfach wieder rennen. Es wird jetzt auch gerade dunkel, shit. Schaffen wir. Da vorne rennt wieder so ein Schreihals, dann bleiben wir jetzt erstmal rechts. Okay, es ist spannend. Vor allem halt gerade um die Safe Zones drumherum stehen halt die Spieler, also außerhalb der Safe Zone natürlich. Und warten auf die kleinen Spielerlein, die in die Safe Zone rein wollen. Oh fuck, Vorsicht, der sieht uns, glaube ich. Oh, ein Fetter. Oh, ach du Scheiße. Kacke. Okay, wir müssen ganz rechts außen rum. Schön weg da. Okay, der Kleine hat es nicht gesehen, ich glaube der Dicke auch nicht. Boah, das wäre sowas von übel, wenn uns jetzt ein Großer jagen würde. Den müssten wir jetzt mit den Waffen ummachen dann. Hm.
Ich denke, das wäre kein Thema, aber es ist auf jeden Fall Munitionsverschwendung. Ja, aber hallo. Bei dem Großen kann man ganz gut fliehen, wenn da nicht noch viel Kleingetier dabei ist, weil der Große beamt sich zu dir und dann bist du eh schon wieder weglaufen. Und dann humpelt er hinter dir her und gerade wenn er schlägt, musst du einfach so einen Sprung nach hinten machen, dann trifft er einen oftmals nicht. Okay, hier geht's rein, hier sind wir dann, denke ich, schon mal ein bisschen eine Sicherheit. Wir sind voll die Kranken. Okay, die zwei hüpfen da hinten rum, die haben uns nicht bemerkt. Ist das spannend? Ist das Spanisch hier? Mein Gott, das ist wie ein guter Spanischkurs. Okay. Ja, da vorne blinkt schon die Safe Zone. Wo bist du? Ah, da. Hier, ich komme. Wie ist das da vorne, das Blinken? Ja. Man muss nur ein Stück näher kommen und dann ist man schon safe. Also ab einem gewissen Punkt können wir auch einfach rennen. Also theoretisch könnten wir ab hier schon hinrennen. Aber wir warten mal, oder? Willst du rennen? Ich komme erstmal zu dir gerannt, so. Jetzt ein Spieler kommt. Ey, oh, mein Life ist runter, geht noch 377. Ja, dann lass uns vielleicht doch rennen, ja, weil... Okay. Das Problem ist, wir haben jetzt sowieso Schwierigkeiten, wenn man da jetzt kein Essen kaufen kann. Oh shit. Ist die gerade... Ist aber nicht gerade... Wird die jetzt gleich angegriffen oder ist die gerade unter Attack? Dann haben wir echt geschissen. Vor allem ich. Ja, wir sind nicht safe. Eigentlich müsste man hier schon safe sein. Shit. 44 Minuten. Wir haben aber keine Wahl, ne? Bis an die nächste Zone bist du verhungert. Ich weiß nicht gar nicht, ob man dann überhaupt noch hier einkaufen kann. Soll ich testen? Ja, okay, test. Aber weißt du, das ist jetzt das perfekte Ding für Spieler. Die verstecken sich ja einfach irgendwo, warten, bis kleine Pimmen für den reinkommen, weil man jetzt auch hier drin schießen darf, weißt du? Ich versuch's schnell. Wir können kurz da hinten bei dem da gucken, bei dem roten Dealer da. Scheint gerade keiner da zu sein. Genau, sprich ihn mal an, ich ziele Richtung Eingang. Falls jemand kommt, wird er umgenatzt. Kann nichts machen, ich kann nicht mit ihm interagieren. Ich gucke jetzt kurz wegen meinen Quests. Was habe ich hier? Ich muss hier gar nicht hin, sehe ich gerade. Das ist gar nicht das, wo ich hin muss auch. Scheiße, wir müssen uns echt beeilen, wir müssen zu dem anderen Ding hinkommen, so schnell wie möglich, weil sonst bin ich weg vom Fenster. Aber was ich machen kann, ich kann dir eine Bandage geben. Das wird dann schon mal um 100 erhöhen. Ich nehme dann schon mal meinen, den ich jetzt schon dabei habe. Jetzt habe ich wieder 423, dann nehme ich auch deine noch. Okay, dankeschön. Dann müssen wir uns beeilen, die behalte ich jetzt mal für den Notfall. Dann gehen wir am besten vorne aus der Safe Zone wieder raus. Ich verliere jetzt auch schon langsam. Echt? 430. Fuck. Boah, so schnell geht es. Das sind ja wie Sekunden. Ja, da neben uns war auch so ein platzender Penner. Vorsicht. Scheiße, dass die Safe Zone jetzt gerade inaktiv ist. Ey, wir hatten direkt beim ersten Mal, statt Munition und Waffen, muss man sich, glaube ich, erstmal... Oh, was ist denn das? Für eine Kiste. Nochmal ein Paket. Und zwar eine für... Fürs Museum. Hey, wir könnten auch wieder zurückgehen. Guck mal, mach mal die Map auf. Das Museum ist noch näher als Riverside, oder?